Setz dich ruhig hin. Atme mehrmals ruhig tief ein und aus. Dann geht gleich deine Reise los. Stell dir vor, du atmest ein, atmest all die Ruhe, Liebe, Vertrauen, den Erfolg ein und du atmest alle Ängste, Zweifel und Sorgen aus. Und stell dir vor, ein Teil von dir verlässt deinen Körper und du fliegst zu dem Ort, wo dein Haus ist mit deinem Garten. Es ist dein Haus mit deinem Garten für Fülle, Erfolg und Reichtum. Du fliegst dorthin und lässt dich vor dem Garten nieder. Schau dich um. Du warst schon lange nicht mehr hier. Was fühlst du? Was nimmst du wahr? Und du siehst ein Tor, auf das du zugehst. Du siehst ein Schild mit deinem Namen an dem Tor, was schon ganz zugewachsen ist, weil du lange nicht mehr da warst. Schau, wie es bei dir zugewachsen ist. Schau, ob du einfach hineinkommst oder ob du viel zur Seite schieben musst. Tritt hinein in deinen Garten. Schau dich um, wie dein Garten aussieht. Du siehst einen Baum irgendwo für Fülle, Erfolg und Reichtum in deinem Garten. Wie sieht dieser Baum aus? Schau ihn dir an. Schau dich weiter um. Wie ist die Wiese in deinem Garten? Gibt es Unkraut? Gibt es Blumen? Schau dich um. Siehst du irgendwo die Blume deiner Schöpferkraft? Wie sieht diese Blume aus? Wie geht es ihr? Lässt sie den Kopf hängen? Steht sie im Schatten oder in der Sonne? Ist deine Blume der Schöpferkraft alleine oder umgeben von anderen Blumen? Und stell dir vor, du hast einen Rucksack. Und beginnst aus dem Rucksack Werkzeuge zu nehmen, Gartenwerkzeuge, um deinen Garten für Fülle, Erfolg und Reichtum wieder schön zu machen. Du beseitigst all das Unkraut. Du fängst an, alles schön zu machen. Du reißt die Dinge raus, du schmeißt sie einfach auf einen Haufen. Du bist voller Elan und Motivation und beginnst alles schön zu machen. Und da stößt du auf deine Quelle des Lebens. So eine schöne Quelle fließt durch deinen Garten. Du nimmst eine Gießkanne, die da in der Nähe steht, und gibst erstmal der Blume deiner Schöpferkraft Wasser aus der Quelle des Lebens. Und dann beginnst du den ganzen Garten zu gießen. Mit der Gießkanne, mit dem Wasser aus der Quelle des Lebens. Du gießt jede Blume, jeden Baum, alles wächst und gedeiht und blüht auf. Und du fühlst dich so, wie alles abblüht, auch in dir. Alles wird schön und weich und farbig und fröhlich und frisch. Schau dir auch den Baum an für Fülle, Erfolg und Reichtum und nimm selber einen Schluck von dem Wasser der Quelle des Lebens. Spür in dich hinein, wie es dich belebt. Nimm von dem Wasser noch einen Schluck und noch einen Schluck und kühle dein Gesicht. Das Wasser macht dich klar. Du bist entspannt und du lächelst so stark du kannst. Verweile in deinem Garten eine Weile und verabschiede dich langsam von deinem Garten. Du weißt nun, dass er wieder in gutem Zustand ist. Du versprichst ihm, jetzt wieder regelmäßig deinen Garten zu besuchen.
Du lässt ihn nicht mehr verwildern. Du kümmerst dich von nun an um deinen Garten. Du verabschiedest dich nun mit einem guten Gefühl, schließt das Tor und folgst der Quelle des Lebens, zu einem großen Fluss. Dort steht für dich ein Boot bereit mit 3 Seilen, an dem es festgehalten wird. Du betrittst vorsichtig das Boot und bemerkst, was das Boot zurückhält. Es sind die 3 Seile. Sie stehen für Angst, Zweifel und Selbstvertrauen. Du nimmst aus deinem Rucksack ein Werkzeug und bist fest entschlossen, diese 3 Seile nach und nach zu lösen. Du willst deine Reise fortsetzen zu deinem Leben in Fülle, Erfolg und Reichtum. Und du weißt, dass dich diese 3 Seile nur zurückhalten. Du nimmst dein Werkzeug und durchtrennst das erste Seil der Angst. Es beginnt zu wackeln. Und du durchtrennst das zweite Seil der Zweifel. Und auch hier wackelt das Boot ein wenig mehr. Du durchtrennst auch das dritte Seil für Selbstvertrauen. Und auch hier wackelt das Boot. Du setzt dich langsam mit deinem Boot in Bewegung und du siehst am Rand Menschen dir zujubeln, wie sie sich für dich freuen, dass du dich auf den Weg machst. Schau in ihre Gesichter. Schau, wer sich für dich freut, dass du dich aufgemacht hast in dein neues Leben. Fühl in dich hinein, in deinen Mut, in deine Großartigkeit, in deine Liebe für deinen Seelenplan. Schau noch einmal zurück, wie du die Reise begonnen hast, wie du dich auf den Weg gemacht hast, wie du den Garten gesucht hast, wie du ihn gefunden hast, wie du ihn gesäubert hast, wie du die Blume der Schöpferkraft gegossen hast, den Baum, wie du die Quelle des Lebens gefunden hast, wie du deinen Garten in einem guten Gefühl verlassen hast und der Quelle des Lebens gefolgt bist. Jetzt begibst du dich wieder auf den Rückflug zu dir. Schau dich von außen an, wie du da sitzt und zufrieden meditierst. Sei dir nochmal bewusst, dass du in deinem Garten warst, den du in Ordnung gebracht hast. Du siehst dich von oben und begibst dich langsam wieder hinunter zu deinem Körper. Wie fühlt sich dein Körper jetzt an? Was hat die Reise mit dir gemacht? Mach dir nochmal bewusst, dass alle Fülle, die du erschaffen hast, entstehen kann von innen nach außen. Mach dir bewusst, dass alles, was du gerade hast entstehen lassen, im Innen angelegt ist und damit auch im Außen entstehen kann. Sei dir bewusst, dass alles da ist. Wisse, dass alles in dir in Fülle wächst und gedeiht. Atme noch einmal tief ein und aus. Ich zähle bis 5 und bei 5 kommst du wieder hier bei dir an und öffnest deine Augen. Ich beginne mit 1. Bewege dich. 2. Spüre deinen Kopf. 3. Zieh die Schultern hoch, atme tief ein und aus. 4. Kreise den Kopf. Und bei 5 öffnest du deine Augen, bist wieder voll da. Was hast du gesehen? Wie fühlst du dich jetzt? Wie sah dein Garten aus? Wie sah dein Baum aus? Deine Blume? Mach dir das alles nochmal bewusst und genieße
diese Freude und Fülle in dir. Danke, danke, danke.